Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute mit einer besonderen Ausgabe von Wer wird Millionär? Unser AIDA Promi-Millionär nämlich. Dann war Sascha Quast mit uns auf dem Markt in Dubai. Und last but not least, eine Musiklegende stelle ich Ihnen vor. Viel Spaß! Wer wird Millionär ist eines der beliebtesten Formate bei uns an Bord. Und wenn wir können, machen wir ab und zu auch mal eine Promi-Version davon. Viel Spaß. Wenn wir schon hier in Amsterdam sind, oder habe ich gedacht, ich mache mich ein bisschen schick für deine Sendung. Ich bin Legasthenikerin, ich habe Dyskalkulie, ich kann gar nicht. Ja. Wann kommt denn der Promi? Du bist der Promi? Da habt ihr aber alle Kosten und Mühen gescheut, oder? Wow! Denke ich hier, ich muss wetten, jetzt habe ich irgendwelche Fragen, kann eine Reise gewinnen und dann darf ich die noch nicht mal selber antreten, das ist ein Scheiß hier. Yeah, geile Nummer, wer wird Millionär? Dann würde ich sagen, wir starten. Eine Frage für Marcel Reich-Ranitzky. Wissen Sie, wenn ich mir diese Frage hier so anschaue, wenn man ein Taschentuch fürs Display ist, es ist alles verschwommen. Dann setz dich doch selber hier hin. Ich wurde gezwungen. Ich habe gedacht, ich bin bei Wetten, das? Dann nehme ich Inge Meisel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich Ihnen an dieser Stelle sagen, Chris. Sie kennen mich wahrscheinlich überhaupt nicht, ne? Also, es ist natürlich so, dass das Kind auch irgendwann mal eine Meldung beim Einwohnermeldeamt braucht. Wenn es im Ausland geboren ist, müsste man auch erst zur Ausländerbehörde und die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen. Wenn die Mutter das Kind in der U-Bahn bekommen hätte, würde auch das Ordnungsamt wegen erregen öffentlichen Ärgernisses involviert werden. Aber... Frage für Lukas Podolski. Keine Ahnung, ne? Der Begriff Astronomie. Was ist das Astronomie, ey? Kenn ich gar nicht. Astro. Entschuldigung, aber die spanische Fliege ist, glaube ich, ein für die Herren sich untenrum steigerndes Liebestrank oder so. Das gibt es nur bei Beate Use. Frage für Dieter Bohlen. Ich meine ganz ehrlich, so hammermäßige Frage. Ich habe null Ahnung, so. Wenn ich die Kandidaten bei DSDS manchmal sehe, die sind auch sehr blind. Ich habe kein Küchenrezept für spanische Fliege. Was gibt's denn heute bei euch? Ach, spanische Fliege. Ich kaufe dir mal spanische Fliege. Wir sind ja noch in Göteborg da. Da sitzt du nicht mehr so ruhig auf dem Stuhl. Aber du kommst ins Heim. Weidenbohrer fällt raus, das ist nämlich ein Schmetterling, kein Käfer. Der Weidenbohrer ist ein Schmetterling, ein Falter, somit ist die Antwort richtig. Mein Kollege Sascha Quast ist Chef de Cuisine im Rossidi und der hat uns mal mitgenommen auf den Markt in Dubai. Und wie alles in Dubai ist auch der Markt ein bisschen anders. Gucken Sie mal. Schönen guten Morgen und wir sind hier auf dem New Daira Fish Market, auf dem Waterfront Market in Dubai und gehen jetzt frischen Fisch einkaufen. Kommen Sie mit. Wir haben hier richtig schöne Garnelen, kleine, riesengroße Tigergarnelen beispielsweise haben wir hier, Langusten, Taschenkrebse, Tintenfische, Kalamari, Muscheln. Es ist einfach nur der Wahnsinn, was es hier gibt. Wir haben jetzt schöne frische Doraden, Loup de Mer und Grouper. Es ist quasi auch eine Barschart. Die gibt es auf der ganzen Welt. Gibt es die. Das ist jetzt eine helle Sorte davon. Es gibt sogar auch Strawberry Grouper. Die sind dann ganz rot, beispielsweise sehen aus wie eine Erdbeere. Deswegen heißt es ja auch Strawberry Grouper. Vielleicht finden wir die hier auch noch. Mal schauen. Wir gehen jetzt zu der Fischreinigungsstation, quasi da, wo der Fisch für mich jetzt filetiert wird, gereinigt wird. Und danach gehen wir rüber zum Gemüse und schauen uns da noch mal ein bisschen um. Es ist richtig schön, wieder alte Gesichter wiederzusehen. Das ist mein Obst- und Gemüsehändler von dem alten Daira Fischmarket. Und ich kam eben gerade rein, er hat mich sofort wiedererkannt. Und es ist immer wieder toll, wenn man die Gesichter nach Jahren wieder sieht. Echt super.
Und das Schöne an diesem Umstand ist, man hat immer sein Frühstück gleich mit dabei. Das ist ein sogenannter Schuppenapfel. Der ist sowas von süß, der ist aufgebrochen an Umständen. Und alle Bienen, die in einem Umkreis sind oder sowas, gehen nur an diese Schuppenäpfel rein, weil die nämlich die größte Süße dann dementsprechend haben. Also, wir haben hier gerade eine Schulklasse aus Dubai und die wollen mir jetzt irgendwelche Fragen stellen. Ich bin mal gespannt. So, we ask like the people, so what do you sell and where does it come from? From South Africa. South Africa, taste it. And what do you say? It's good. It's one? It's good, yeah? Yeah. Perfect. Der ganze Fisch ist jetzt eingekauft, der ist jetzt schon ausgenommen und gesäubert. Wir werden jetzt wieder zurück zum Schiff fahren und alles vorbereiten, damit die Gäste auch einen schönen Abend haben bei uns im Rossini. Bye, bye. Auf dem Großmarkt bekommt man natürlich eine ganz andere Qualität. Eigentlich ist es jeder Laden, wo man irgendwas bekommen kann, was für die Region steht und was man in die Menüs einbauen kann. Was ich schätze im Rossini ist, dass ich mich frei entfalten kann. Und dadurch hat man irgendwann noch eine Handschrift, die man irgendwann auch wiedererkennt. Viele Gäste, die das öfter mit einem fahren, erkennen einen auch wirklich manchmal durch die Teller, die man dann angerichtet hat. Man hat alle Freiheiten der Welt und das ist eben das Schöne. Ich glaube, jeder Gast, der Essen erleben möchte und nicht nur Essens des Essens wegen möchte, ist hier im Rossini goldrichtig aufgehoben, weil Essen gehen soll auch so ein bisschen was mit Erleben zu tun haben. Zum Ende des Jahres kommt die neue AIDA Nova. Und die Vorbereitungen für die Shows, die laufen schon. Am meisten freue ich mich über die Zusammenarbeit mit Yello. Dieter Meier hat uns besucht und ich glaube, wir waren beide ordentlich begeistert. Gucken Sie mal. Wir stehen hier in unserem Probenraum und ich bin sehr aufgeregt, weil es ist das erste Mal, dass wir unsere neue Yello-Show sehen. Und ihr glaubt nicht, wer hier neben mir steht. Das ist Dieter von Yello. Bist du gespannt? Ich bin sehr gespannt. Es ist immer eine große Ehre zu sehen, wie zu unserer Musik so wunderbar professionell getanzt wird. Wir haben das Glück gehabt, schon einmal mit Eiskunstläuferinnen zu arbeiten, ja, auf Eis. Und das Lustigste war, vor vielen, vielen Jahren, gucke ich fern, ich habe mal in Los Angeles gewohnt, da höre ich den Song Oh Yeah. Und das war die Begleitung von einer Senior Bodybuilderin. Ja? Und die hat da unglaubliche Muckis gezeigt. Und dann die Muckis da hochgekommen, hat sie mir gesagt, Oh Yeah. Und wenn auch Sie mehr wissen wollen über unsere Shows, über AIDA Nova oder alles das, was wir so anbieten, dann gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten unsere Reise in Kiel und fahren als erstes nach Tallinn. Es geht weiter nach St. Petersburg in Russland und nach Danzig in Polen. Wir besuchen noch Kopenhagen und reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Kiel. Und zum Schluss, wie immer, Sie haben schon darauf gewartet, die Bilder der Woche. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie es. Bis zum nächsten Mal. Where you go, I go. What you see, I see. I know I'll never be me without the security in your loving arms, keeping me from harm. Put your hand in my hand and we'll stand. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all. Together, let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Face it all together.